Korrekt. Hallo, hört mich jemand im Funk? Hallo? Jetzt bin ich hier. Hallo? Komm weiter. Hallo? Kann mir jemand im Funk hören? Disziplin. Schnauze da hinten. Bitte? Ich bin Jim Carsten. Hier ist Jim Carsten. Fuchs, die Arschloch. Fuchs! Duanga Kalinga Fufuna Unanausses, hallo? Hi, Duanga. Hallo? Tatsächlich wollte ich bloß kurz nachfragen. Kriegst du es irgendwie mit? Irgendeiner macht die ganze Zeit Scherze im Funk, aber irgendwie erst seitdem du da bist. Nein, ich bin gerade nicht im Funk. Ich bin noch bei Conny. Ich gehe jetzt in PD. Okay, na gut, dann habe ich mich vertan. Dann, Was sagt er denn im Funk? Ich helfe dich. Was sagt er? Einer hat sich als John Carsten ausgegeben. Ist das vielleicht nicht selber John Carsten? John Carsten sagt er nicht, mach. Natürlich nicht. Ich bleib hier. Ich hab darüber gesprochen. Ja, und deswegen ist es mir nicht schwierig. Aber mir ist es wichtig, dass du es nicht bist, weil wir haben ja gesagt, nicht im Funk scheiße machen. Ich glaube, das ist der einzige wahre Duanga, ja. Niemals. Wäre doof, wenn du es wärst, ne? Ja. Sehr gut. Super, ja, gut, Kalle. Wie gesagt, lass dich nicht demotivieren, mach deinen Job so weiter, wie du machst, und du gehst deinen Weg, ja? Ja, natürlich nicht. Ich zieh meinen Weg durch jetzt. Natürlich nicht. Ich vergesse gar nichts. Ja, okay, sehr gut. Dann bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Duanga. Ah, warum hat die mich so erschreckt? Du erschreckst uns, was machst du hier? Ich sollte Waffen ausprobieren, neue. Ach so, sag doch. Natürlich. Ich hab voll Schock bekommen. Ich hab Angst. Oh ja. Kann einer von euch mal diese Scheibe da hinten ein bisschen verdrehen? Kalle, mach du das. Wie geht das? Da weiß ich schon Bescheid. Ja, Kalle, einfach dahin. Okay. Duanga, nicht verziehen. Oh nein! Warum gehst du in diese Schussbahn? Oh nein. Ich helf dir, Kacke! Wie heißt du nochmal, Kacke? Kalle. Ah. Fuchs, hörst du mich im Funk? Hallo, hier ist Officer 130 im Dienst. Positiv. Herr Officer Kacke hat... Wie heißt er nochmal genau? Kalle. Ah, Officer Kalle hat gesagt... Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Er ist einfach bei der Zielscheibe zwischengelaufen und jetzt ist er... Ja, Zufälle passieren, dafür kannst du jetzt erstmal grundlegend nichts. Okay. Hallo, Fuchs. Steh auf, Kacke. Hallo? Kalle, warum läufst du in die Zielscheibe? Ich sollte was umdrehen und dann, ich bin aus Versehen schnell einen Schritt gemacht. Ich hab geguckt. Kalle, solche Fehler dürfen nicht passieren. Jechi. Duanga ist jetzt in einem schlechten Licht wegen dir und die denken, dass. Ich wollte das nicht, Kacke. Kalle, deine Ausreden reichen mir. Tut mir leid, Chief Wille. Ich verzeih ihm. Ich verzeih ihn schon mal. Mein Kopf war so zur Seite. Weißt du, was ich meine? Mein Kopf Seite. Einfach ein wenig besser aufpassen demnächst, ne? Okay. Gut. Enzo, bringst du ihn mal bitte zum Mediziner? Ah, ja, klar. Danke, Enzo. Dankeschön. Herr Fuchs, ich muss mit Ihnen unter vier Augen reden. Es geht um Geld. Ihr müsst an meinen Finger richten. Es geht ganz sicher nicht um Geld. Natürlich. Ich habe kein Geld. Ja, ich aber für dich. Okay, komm. Weißt du noch, wie viel Geld du bezahlt hast von mir? 105.000 insgesamt. Oh, ich habe doch kein Geld. Oh. Na gut, dann war es ein netter Versuch auf jeden Fall. Natürlich habe ich Geld. Ich mache nur Spaß. Ja, du hast ja auch gesagt, du verdoppelst und verdreifachst das irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie du das hinbekommen hast, aber ich habe immer in meinem Spam-Ordner so einen Prinzen gehabt, der hat gesagt, für $5.000, die du mir gibst, ich muss Waffen verkaufen, bringe ich dir 5 Millionen. Leid. Also ähnlich sehe ich das mit dir auch, sage ich dir ehrlich. Okay. So, bin ich gespannt. Wie sein Zahl? Die 84. Oha. Ja. Vielen Dank vom Herzen. Also, wie viel hast du auf Konto? 100.000. Mit dem Geld, was ich dir gegeben habe? 100.000. Jetzt wollte ich dich fragen, ob du mir vielleicht 100.000 leihen kannst, weil ich wollte das investieren. Zu hoch gepokert. Er hat das zu oft mit sich machen lassen. Scheiße. Ich muss jetzt Waffen verkaufen, leider. Warte mal, was habe ich hier? Eine normale Pistole. Was kriege ich dafür? Fuchs! Nächste Woche gibt es nochmal 100.000 von mir. Natürlich. Okay. Du hast mir 105.000 gegeben und ich habe dir gesagt, ich werde es verdreifachen. Ja, okay. Gut. Ich wollte noch mal fragen wegen Beförderung. Ich brauche Aufsätze, Fuchs, schnell! Schnell, mich greift jemand an, ich brauche Aufsätze, Fuchs! Ich greif gar keiner an. Ich brauche Aufsätze. Okay, Fuchs, haben Sie noch mal eine Minute, bitte? Ja. Kommen Sie mit. Aber steht Ihnen das neue Outfit, sage ich Ihnen ehrlich. Ja, ich sehe cool aus. Ich werde Ihnen das jetzt wegnehmen. Kommen Sie mit. Ich bin nicht im Dienst.
Deswegen kriege ich kein Geld. Wir haben gerade tatsächlich kein Geld bekommen. Wolltest du mich jetzt gerade fesseln oder was? Was? Das ist nur ein White Guest, dass du mich fesseln wolltest, sage ich dir ehrlich. Also, würdest du natürlich nicht machen, aber ich meine nur jetzt so, weißt du? Niemals. Hör mir zu, Fuchs. Hör mir zu. Das ist so überraschend. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass du mich jetzt fesselst. Ich brauche ein paar Aussätze. So, ich brauche heute dringend irgendwo. Hey, du kannst nicht funken! Hey, du kannst nicht funken! Ich funke auch gar nicht, du bist doch ein Funk. Wenn jetzt mein Waffenskin weg ist, ne? Ist er. Dann nicht dein Ernst. Natürlich nicht. Das ist nicht dein Ernst. Der ist jetzt wirklich weg. 60 Munition? Er ist wirklich weg. Nein. Ich kann das nicht mehr. Was ist das denn jetzt? Richte mich doch sofort gleich hin, Mann. Was ist das denn? 91101 Kontakt. PD 5012. Ich muss los auf Streife! Scheiße. Geh auf! Du! Was für Shop kaufen? Wo ist der Adventskalender? Wo ist der Adventskalender? Ich hab kein GPS an. Nein. Stream snipe me. Oh, Scheiße. Bitte. Ja! Ja! Hallo? Wo bist du? Ich bin bei meinem SG in der Nähe. Wo bist du wirklich? Bei meinem SG in der Nähe? Wir wissen beide, dass du mich anlügst. Wanga, wo bist du? Ich werde dich finden. Warum? Ich hoffe für dich bei Gott, dass du aus diesem scheiß Adventskalender jetzt einen goldenen Skin ziehst, sag ich dir so, wie es ist. Ist der Gold gewesen? Der war golden, ja. Streifen. Oh, ich hab einen! Wo bist du? Ah, ist nur ein Spray. Oh. Ich besorg dich einen, okay? Ja, was solltest du wohl? Ich hab 3 Lebkuchen! Geil, freut mich für dich. Dann hole ich mir mal kurz ein Karabinergewehr. Es war auch nicht einfach, den Officern zu erklären, warum ich gefesselt im PD stehe. Schwarz? Was ist das für Scheiße? Wer will das denn haben? Naja, irgendwie der Revenue aus dem Adventskalender ist aktuell noch nicht so gegeben, muss man ehrlich sagen. Was ist Revenue? Revenue ist der Ertrag in Englisch. Ja, aber warum geht das nicht? Wie meinst du, warum geht das nicht? Was ist das für ein Scheiße? Ich krieg gar nichts! Ja, das geht mir auch so immer. Was ist, ich hab voll der Mull. Ich mag kein Weihnachten mehr. Okay, ich brauch noch deinen... Also, der Geschädigte bin ja jetzt ich, wenn wir ganz ehrlich sind. Du bist immer schon Schaden. Ja, super. Ich besorg dir bis gleich. Super, tschüss. Toll, kann ich mir diesen Rotterkreuz ziehen. Wow, sehr lecker. Und diesen Lebkuchen, wow, Baba. Was war das für ein Müll? Ich hab nichts bekommen. Den schnapp ich mir. Hallo. Ja, hallo, hier ist Officer Duanga. Ich brauche Sie einmal. Ich bin einfach kurz beim Tuner. Ich bin gleich wieder im PD. Ich komme Sie beim Tuner ab und tschüss. Den mache ich fertig, Chat. Ihr wisst, wer das ist, ne? Ihr wisst, wer das ist, Chat, oder? Das ist der, wo ich gesagt habe, fahr den ins SG. Und die haben die Vendettas freigelassen und nicht ins SG gebracht, weil die gesagt haben, dass ich lüge. Das ist der, genau der dann schlafen gegangen ist direkt. Jetzt wisst ihr, wer das ist. Er wird so heftig sterben, oh ja. Wow, ich fahre gerade richtig gut. Ruth? Aufsetzt. Ey. Entschuldigung. Sie müssten einmal bitte draußen vorm Tor warten. Warum? Weil das so unsere Hausregeln besagen. Das wäre nett von Ihnen. Warum? Dankeschön. Weil Sie wollen ja auch, dass ich mich beim PD benehme, oder? Warum? Dann möchte ich auch, dass Sie sich an unsere Regeln halten. Einfach nur bitte vorm Tor warten. Das ist eine Ermittlung, seien Sie ruhig. Duanga, bitte. Wir befolgen doch auch im PD die Hausregeln. Ja, ja, ich weiß. Ich will doch nur ganz kurz. Ich will doch gar nicht tun. Officer Ritt! Jawohl. So. Sie kommen jetzt mit. Achso, Sie müssen noch die Rechnung auf jeden Fall erstmal bezahlen. Ja, schnell. Okay, warte Sekunde, wir gehen mal einen Schritt auf Seite nach. Er kriegt jetzt hier geiler Wagen. Die Rechnung. Was ein geiler Wagen. Was ein geiler Polizeiwagen, Chat. Die Front gefällt mir richtig gut. Wer sind Sie hier drinne? Hallo? Ja. Nein, hier, Officer. Das ist der Kollege Jack Jackson. Ja, Jack Jackson, einmal aussteigen und fahren Sie mein Auto ins PD. Bitte schön, Herr Jack Jackson. Guten Tag. Ich glaube, der ist gerade im Kopf. Ich glaube, der war gerade nicht da. Jack, hallo. Herr Duanga, soll ich den dann abschleppen für Sie? Dann können Sie den ja wieder... Ja, das wäre nett. Kein Problem. Dankeschön, ja, ich liebe dich so viel. Ups. Collision. Ups. Ja. Kann ich mit euch auf Streife fahren? Steig mal ein. Ich setz dich und Jack gleich ab und dann könnt ihr beide zusammen Streife fahren. Ich muss mit Ruth was machen. Danke dir.
Das habe ich verpasst, Rüd. Ich weiß es auch noch nicht. Wie, du weißt das nicht? Ich weiß auch nicht, was wir machen müssen. Wir haben einen Auftrag zu erledigen, Rüd. Okay. Ich hatte doch Sirene gar nicht an! Ich doch gerade Sirene aus, ey. Fahren wir richtig zur Polizei? Ja, positiv. Ah, jetzt schleich ich nicht mehr. Ja doch, doch wir fliegen schon in die Richtung. Alles gut. Das ist die Richtung. Der Abkürzung, ja. Gut, dass es ein Geländewagen ist. Ich wollte mal hier rein. Was ist das für ein Auto? Das ist eine Werkstatt. Weißt eine du, Werkstatt. Was ich war? Mhm. Die hat mich einmal... Komm mit. Da war eine Pistole drinne. Was, eine Pistole? Ja, so eine. Verdammt. Kommt mit. Der Waffentasche kommt rein hier! Fuchs! Ja, du Hunger. Brauch Unterstützung! Schuss auf mich! Wo bist du? Ich bin... An den Funk. Weiß jemand, wo du Hunger ist? Ja, er ist bei uns. Ja, ja, hier ist alles cool, Fuchs. Warum? Du hast gerade am Telefon gesagt. Alles gut. Ich hab mich verhört. Alles klar. Officer Duanga, hier ist ein Fahrzeug gerade aufs Gelände gekommen. Sofort absichern! Hände hoch! Gute Tür ist zu. Die auch. Hier, also, was machen Sie hier? Ja, was machen wir hier, so. Verdammte Scheiße. Hey, was hier los? Hey, 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 Kollege, komm mal her. Sieh deine Maskierung aus. Pinselkopf. Ja? Was genau machen wir hier? Ich bin... Was komm mal mit. Ja, ich komm mit. Nein, mit ihnen redet keiner. Wegtreten. Einmal raus, bitte. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Wegtreten. Warum Durchsuchungsbefehl? Ist das eure Halle hier? Komm, sag mal, ja, weg. Kommen Sie einmal ganz kurz mit. Komm mal mit, Fuchs. Hier ist unsere Werkstatt. So, Fuchs. Die sind generell so frech. Okay, da wollte ich sowieso drauf ansetzen auf die Leute hier. Damals als, wie hieß er nochmal? Chico und Tyrese. Mhm. Die haben mich entführt, in diese Halle gebracht und mir mit einer Waffe auf meinen Kopf gezielt und gesagt, wenn du nochmal sowas machst, fick macht wie dich, wir toten dich. Okay. Ich bin hier aufs Gelände gefahren und hab im Auto eine Pistole gefunden. Genau diese hier. Mhm. Da kommt noch ein Motorrad mit Verstärkung. Aufpassen. Was machen wir jetzt? Erstens kommt jetzt Verstärkung. Wir gehen zu dem Auto da runter. Gucken, wer der Feind ist. Kommen mehrere Autos. Komm mal bitte alle jetzt hier zur aktuellen Sperre. Moro, danke schön. Ich mach mal den Raum hier bitte ab. Also, ich bin ehrlich. Das ist für die Was bist du da? Das ist so eine Nuss-Nougat-Tasche mit so einem Blätterteig. Ich hab auch Hunger. Ich muss meinen automatischen Essenmacher anrufen. Moment. Also, Jo, Salam alaikum, wann ist Essen fertig ungefähr? Also ich bin ehrlich, das eskaliert schon sehr, sehr. Keine WhatsApp-Nachricht an meine Frau. Nein, ich bin ehrlich, ich glaube, das hier ist gerade der, ist eine Sperrzone, also nicht Sperrzone, das ist das Anwesen von denen. Was? Hier war doch nur ein Lagerhaller. Ey, sofort raus hier, Kollege, ja? Jetzt haben sie ein Problem von der Fahrschule. Ihr Chef ist hier. Was wollen Sie euch? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ja. Er sagt, ich schaffe es hier. Sie haben ja nichts in meiner Werkstatt zu suchen. Hörst du, Kollege? Ich bin ich der hier, der redet, ja? Du hast in meiner Werkstatt nichts zu suchen. Du hast ja auch keinen Durchsuchungsbefehl oder sonstiges. Ich höre dir nicht zu. Du gehst jetzt du, Kollege, diese Pistole habe ich gefunden in einem Auto unten, ja? Echt? Jetzt haben wir alles. In welchem Auto? In dem Auto von deinem Arsch. Dunge, bitte bei in welchem Auto? Lass uns kämpfen, komm! Wir kämpfen jetzt sofort! Nein. Okay, los! Komm, wir kämpfen wie Männer. Komm her! Luan, nein, Luan. Komm her! Komm her, Schuan! Nein. Komm her! Nein. Ah! Luan, nein, Luan. Oh! Luan, nein. Kämpfst du jetzt mit drei gegen mir, ja? Kämpfst du mit drei gegen mir, Luan? Komm runter. Okay, ich komme. Komm, wir klären das raus. Komm her! Ich werde geschlagen, aber ich bin gleich tot von Duanga. Hör auf, schlag den nicht, hör auf. Ich bin gleich tot. Ah! Hört auf damit! Hallo, aufhören, alle. Die schlagen mir! Ja, Duanga, wo ist los? Hey, Herr Maverick! Die haben mir geschlagen! Lass uns mal rausgehen, wir klären das. Die haben mir geschlagen! Raus mit euch, und zwar jetzt sofort! Raus mit euch, was versteht ihr da? Warum schlägst du mich denn sonst wieder? Herr Officer, gehen Sie mal raus. Ja, rollt raus, nochmal kaputt. Ja, Opa. Ja, ich such die ganze Duanga, wo ist der jetzt? Opa! Duanga, bitte! Los mit dir! Ja, komm ich. Warte ab! Ich will jetzt so bitte meine Werkstatt verlassen. Warte ab, sag ich dir. Die haben nichts an meinem Gelände zu suchen, diese Bullen. Schwieg macht dich jeden Tag. Buh! Jeden Tag! Was wollt ihr? Was du bist doch überall noch hier. Geh mal weg hier, sofort! Ihr sollt aufhören, um mich zu schlagen, ich mach doch gar nichts. Beruhigen Sie sich einfach. Ey, Duanga, ich sag's dir jetzt im Guten. Okay. Mach dich ab von meiner Werkstatt. Ich pisse auf deine Werkstatt jeden Tag. Ich will doch gar nichts von euch. Warum schlagt ihr? Was? Du drohst mir? Nein, ganz ruhig. Warum droht er mir, Maverick? Das weiß warum ich nicht. Warum will er mich schlagen? Duanga, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja. Und dafür auch? Danke schon.
Herr Officer! Ich muss mal einmal ein Metzger, der Kollege hat mich geschlagen. Ja, ich fick macht euch jeden Tag jetzt. Oha! Der Fuchs ist hier. Einmal das Gelände verlassen. Herr Duanga? Ja. Was ist hier vorgefallen? Können Sie mich aufklären? Also eigentlich war das so, Herr Maverick. Wissen Sie noch damals, als ich mit Ihnen gesprochen hatte über zwei korrupte Polizisten, Herr Chico und Herr Tyron? Ich würde einmal darum bitten, meine Ihre Kollegin hier zu empfangen. Duan, dreht doch bitte ab, wir lösen gerade die Situation. Ja, haben Sie einen Lösungsbefehl oder nicht? Nein, nein, warten Sie kurz. Wir klären das eben kurz. Treten Sie doch kurz ab. Herr Duanga, es geht darum, war hier gerade Gefahr in Vollzug? Ja. Yeah. Okay, was genau ist passiert? Hören Sie zu. Sie noch, die vermeintlich Polizisten damals, die korrupt sind? Ich habe Ihnen einen Standort geschickt. Genau, wissen Sie noch? Ja, ich weiß. Prüfen Sie die SMS, der Standort kommt genau von hier. Ja. Die haben mich hierher gebracht. Prüfen Sie es jetzt nach. Und Sie wissen, wie lange das her ist. Ja, kann ich. Hört auf eure Ansatzleitung. Da müssen Sie mir noch mal ganz kurz eine neue SMS schicken. Okay, Moment. So viel hast du schon, du Playboy? Ja. Ich kriege ungefähr 30 SMS am Tag. Also von 30 verschiedenen Leuten. Ich weiß, dass sie mir einen Standort geschickt haben, da war ich gerade im Gespräch, da konnte ich nicht dazukommen. Geht. Schauen Sie jetzt. Hier, klicken Sie drauf. Genau hier. Ja, tatsächlich, hier links. Nee, verstehst du jetzt? Und jetzt hör mich zu. Ja. Entschuldigung, bitte einmal entfernen, danke. Ganz kurz, wir klären das. Ja, das klären wir gleich. Ja, das euer Gelände wird gleich über Kopf stehen. Einfach deeskalieren, bitte. Alles hat deins. Das sagt die Waffe, die ich gerade hier gefunden habe. Das schon. Achso, wollen Sie mir drohen? Nein, keiner droht hier. Jetzt hört doch auf zu provozieren und geh doch kurz. Wir klären das sogar. Herr Maverick, kommen Sie sonst rein in meine Werkstatt kurz. Genau. Na ja, gut. In deren Werkstatt natürlich. Herr Duanga, das Problem ist, Sie haben jetzt hier jemanden vermutet. Nein. Ich werde so nicht reden. Doch, bitte. Ganz kurz, bitte. Ich war mit... Sind die aufdringlich, Alter. Ich habe eine SMS bekommen. Okay. Mit diesem Standort nochmal. Ja. Da, wo drinnen stand, tot. Und ich dachte, hier wird wieder ein Officer hingerufen und getot gemacht. Perfekt, also dann war der Einsatz hier quasi gerechtfertigt. Ja, natürlich, ich komme nicht einfach so aufs Gelände. Nein, und er hat eine Waffe gefunden in dem Auto vor dem Anwesen. Ich habe gesehen, das Auto stand offen, Tor war auf, alles war auf. Ich gehe rein, ich gucke auf einmal Pistole. Ich denke mir, was, ich gucke nicht richtig. Okay. Das heißt also, der Einsatz war jetzt hier gerechtfertigt. Haben Sie das ganze Gebäude gesucht? Haben Sie irgendeinen verletzten Officer hier gefunden? Oder wer hat Ihnen die SMS geschrieben? Nein, das war einfach nur ein Informant von mir. Okay. Wahrscheinlich stand er hier außen rum oder sonst irgendwas, der GPS war straight, also genau diese Straße hier vorne. Nicht in dem Gebäude drinnen, aber genau an der Straße. Herr Duanga, Sie haben sehr vorbildlich gehandelt, ja. Ich möchte nur ganz kurz einmal zur Erinnerung aufrufen, der Motorradclub befindet sich jetzt, ich glaube, seit 2-3 Tagen in der Stadt. Ich bin mir nicht ganz sicher, du könntest mir helfen, Tom. Wie lange sind die jetzt hier? Ein Tag maximal. Nein, das stimmt nicht. Drei Tage vielleicht maximal. Die waren gerade... Seit gestern irgendwie offiziell. Genau. Also Tom, die waren gerade bei mir und haben gesagt, du hast wohl ein persönliches Problem mit denen. Wer, du Fuchs? Das sind absolut respektlose Spinner, sage ich dir so, wie es ist, aber das hat nichts... Okay. Wem gehört dieser Motorradclub hier, Fuchs? Chico. Was? Der Ex-Polizist? Der hat mich damals hergebracht, um mich zu töten, Maverick! Ich verstehe das. Nehmen generell alle auf. Okay. Passen Sie auf, generell alle auf, die bei uns gekündigt wurden. Passen Sie auf, Duanga. Wir gehen jetzt gleich raus. Ich mache hier ein bisschen böse Miene zum guten Spiel, ja? Okay. Ich werde Sie gleich hier wegschicken. Und ich werde dich fertig machen, okay? Wir spielen das aber nur. Genau. Aber seien Sie nicht böse auf mich gleich, okay? Nein. Wir spielen das. Schlagen Sie mich bitte nicht K.O., ja? Ich schlag nicht. Ich werde nur ein paar Pixungen machen. Genau. Ich werde ihn so fertig machen und anschreien. Secret Service hier drauf ansetzen, okay? Okay, und Fuchs, Sie klären das jetzt im Funk ab, dass wir jetzt hier... ein Schauspiel machen, also die sollen nicht denken, dass ich so mit meinen... Ich schicke die alle weg und brülle. Und wir sind dann sauer drauf. Die sind dann, nein, verdammt, warum, Mano? Genau. Ich werde ihn so beleidigen und fertig machen gleich. Geil, Wallah. Maverick, ich wollte nur sagen, ich kuss dein Glas, okay? Maverick! Hallo? 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 Maverick? Fuchs? Warum redet Maverick nicht mehr? Maverick? Der ist wahrscheinlich auch ein bisschen angeschlagen wegen den Ereignissen. Okay. Das sind wirklich respektlose Leute hier drin. Du musst auch gleich sauer auf Maverick sein, okay? Du musst ihn auch beleidigt, Fuchs. Ich bin generell immer sauer auf Maverick. Wieso? Warum? Maverick ist der Beste von alle. Ich küsse seinen Glatze. Ich bin sauer auf ihn. Ich küsse dann auch seine Glatze. Okay, wir müssen ihn gleich beleidigen, so ein bisschen ein, auf dass die Leute wissen, dass wir das ernst meinen, okay? Er hat sich komplett die Sprache verschlagen. Sie wissen, dass das aktuell der einzige Motorradclub ist. Und wenn ich hier Kasala mache, Sie wissen, was das heißt. Ne? Fragen Sie Santa, fragen Sie Kali, fragen Sie Dings. Also ich werde jetzt gleich eine Show abziehen, Sie können Ihre Show abziehen und ich werde den ganzen Secret Service hier drauf ansetzen. Sie wissen, dass der Motorradclub dann wahrscheinlich in 3 Tagen hier nicht mehr geben wird. Okay, wir müssen ja nicht übertreiben. Das ist ein bisschen wirklich too much. Okay,
Aber die sind wirklich respektlos. Die sollen einfach nur eine Lektion bekommen, damit die lernen, dass sie die Fresse halten sollen und vorsichtig sein sollen. Duanga, wie oft habe ich Ihnen das gesagt? Sie können nicht einfach selbstständig Entscheidungen hier treffen. Sie gehen jetzt hier. Sie verlassen das Grundstück. Und sollte ich Sie hier noch mehr erwischen, rasiere ich eine gottverdammte Glatze. Haben Sie mich verstanden? Meine Mutter ist kein Schlampe! Du Arschloch! Ich hasse dir, Maverick! Und ich fick mach dich den ganzen Tag! Und das DOG auch! Halt dein Fresser! Verpisst euch hier! Ich hab die Faxen dicke, ständig die Leute hier zu entschädigen für die Scheiße, die ihr abzieht! Ich scheiß auf euch und ihr werdet auch sehen, dass er so mit mir redet! Halt deine Fresse, du Stück Arschloch! Verpisst euch! Ihr seid Petzen! Ihr macht immer Petzen! Scheiß auf dich, Maverick! Du gehörst auch zum Motorradclub! Du bist ein Rocker mit deiner Glatze! Lass mich los, Fuchs! Lass mich los, Fuchs! Ich vergesse mich sonst. Ich fick mich gleich! Ich schick euch gleich Stahl und dann könnt ihr mir mal eine richtige Erklärung dafür liefern, was hier passiert. Danke, Herr Maverick. Ich werde gar nichts machen! Sie sind ein Rocker! Ziehen Sie sich die Kutte an! Ziehen Sie sich die Kutte an! Oh, er ist gut. Schon ist wirklich in der Besten, sag ich dir ehrlich. Bitcoin, lauf schnell, wenn er hinter dir.